Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Swamp Lake Zoo, heute in Episode 60. Episode 60, das bedeutet, wir haben inzwischen fast 60 Gehege in diesem Zoo gebaut. Wir haben fast 60 Tierarten in diesen Gehegen untergebracht und wir spielen jetzt seit fast einem kompletten Jahr in Swamp Lake Zoo. Und wir sind noch lange nicht am Ende angelangt, denn solange der Zoo noch einigermaßen performt, wird es neue Gehege geben, wird es neue Bauten in diesem Zoo geben. Denn das Ziel ist, dass wir sämtliche Tierarten unterbringen werden. Egal wie viele DLCs in der Zwischenzeit noch kommen werden, egal wie viele Updates es gibt, wir werden hier alle Tierarten unterbringen, die es im Spiel gibt. Ja, das ist das große Ziel. Heute in dieser Episode, in der letzten Episode haben wir ja für die Schneeleoparden gebaut, heute in dieser Episode werden wir zunächst, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, einen kleinen Imbiss bauen. Das hatte ich das letzte Mal ja schon angekündigt, weil unsere beiden Restaurants, die am nächsten sind, ist zum einen die Casa Madrigal, die wir im Südamerika-Bereich haben, die ein ganzes Stück noch weg ist, und zum anderen unser kleines Restaurant, das wir am asiatischen Affenhaus haben. Auch das ist eine gute Wegstrecke von hier entfernt, so dass ich dachte, dass es durchaus notwendig wäre, hier ein neues Restaurant oder eine neue gastronomische Einrichtung unterzubringen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und deshalb dachte ich, basteln wir hier einen kleinen hölzernen Imbiss, so ein bisschen was Rustikales, das in diese Kulisse auch passt, mit den Schneeleoparden im Hintergrund und zu dem Gehege von den sibirischen Tigern und den Amurleoparden, die ja auch hier ganz in der Nähe untergebracht sind. Genau, deshalb habe ich hier wieder jede Menge rasterfreie Teile verwendet. Was ich sehr gerne verwende, immer mal wieder und gerade hier auch in diesem Zoo, sind eben diese wunderschönen Steinwände aus dem Europa-DLC kombiniert mit der australischen Planke. Die mich öfter gucken oder hin und wieder auch mal in dem Stream dabei sind, in dem ich auch dabei bin, zum Beispiel beim Stream von Gaming Buddards, oder Badass, ich weiß immer noch nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht. Auf jeden Fall, wenn ihr da dabei wart oder dabei seid hin und wieder, dann wisst ihr, wie sehr ich eben auf Stein und vor allem auf diese australischen Planken stehe. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Die benutzen wir hier für diesen Bau. Das Ganze wirkt ein bisschen nordisch, wikingerhaft fast, aber ich denke, es passt zum Thema des Zoos richtig gut dazu. Vor allem, da wir in der letzten Zeit ja uns wieder so ein klein wenig an die Ursprünge von Swamp Lake Zoo zurückerinnert haben, was die neuen Bauten angeht. Ich denke da insbesondere an die Voliere für die Schuppentiere, die wir gebaut haben. Und deswegen denke ich, ergänzt sich das hier ganz gut. Später werden wir dann, wie ihr ja im Thumbnail schon gesehen habt, beziehungsweise anhand des Titels des Videos schon gesehen habt, ein neues Gehege hier auch bauen. Diesmal bauen wir ein Gehege für die Rothunde. Auch ein sehr, jetzt wollte ich schon sagen, zurückgebliebenes Tier. Natürlich ist es nicht zurückgeblieben. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Content Creator und Planet Zoo Bastler und vielleicht der ein oder andere von euch den Rothund eher selten verwendet oder eher selten für den Rothund ein Gehege baut in Planet Zoo. Also das ist das, was ich mit zurückgeblieben ausdrücken wollte. Ihr versteht mich, denke ich. Ihr kennt mich schon lang genug. Dabei werde ich euch dann auch zeigen, was passieren kann, wenn ihr anfangt zu bauen und euch eigentlich das, was ihr baut, so überhaupt nicht gefällt. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Das Rothundgehege ist eines meiner Lieblingsgehege hier in diesem Zoo, weil ich es wunderschön finde.
Weil es wieder ein Stück weit anders ist als alle anderen Gehege, die wir bis jetzt gebaut haben. Weil es sehr interessante Zäune hat, eine sehr interessante Struktur und ein interessantes Haus. Aber begonnen hat das Ganze, dass ich nicht wirklich eine Idee hatte, was ich denn bauen will und für welche Tierart ich bauen will. Und dann geht es mir oft so, dass ich einfach anfange zu bauen, einfach drauf losbaue und dann einfach, ja, mich mehr oder weniger selbst überrasche oder mich davon überraschen lasse, was ich denn baue und dann entscheide, okay, was können wir damit anfangen. Ja, wie gesagt, ich hatte keinerlei Inspiration, ich hatte auch nicht so wirklich Lust. Kennt ihr das, wenn ihr dann im Zoo seid, also in eurem Zoo und euch umschaut und irgendwie nicht so recht vorankommt und nicht so recht wisst, was ihr machen sollt? Und so ging es mir an diesem Tag. Und dann habe ich drauf losgebaut. Dann habe ich angefangen, ein Häuschen zu bauen, dann habe ich angefangen, einen Zaun zu bauen und nichts von dem hat mir gefallen. Ich dachte, okay, gut, da baust du jetzt wieder eine Stunde oder zwei und im Endeffekt löscht du das Ganze dann wieder runter, weil es sieht scheiße aus. Ja, und dann ist es ganz wichtig, das habe ich von Sonja gelernt, da einfach dabei zu bleiben dann. Einfach dabei zu bleiben und weiterzubauen, nicht aufzugeben und das Ganze zu löschen. Einfach dranbleiben und weiterbauen und ja, das hat hier recht gut funktioniert. Dann am Ende ist ein wunderschönes Gehege dabei rausgekommen. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt basteln wir erstmal hier die Umgebung für unseren kleinen Imbiss weiter. Ich denke, ihr könnt jetzt so ein bisschen erkennen, was ich gemeint habe mit sehr rustikal und es sieht sehr nordisch aus. Also es könnte fast so ein kleiner Wikingerbau sein. Ich finde es aber echt ganz niedlich und ich finde auch, es passt in diese Gegend oder in diesen Bereich vom Zoo recht gut. Gerade eben, wie gesagt, mit dem Hintergrund des Schneeleopardengeheges dahinter. Also wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz, ganz schick und ganz niedlich. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr denkt, das passt hier gar nicht dazu, ist ein absoluter Stilbruch oder ob es euch auch gefällt. Jo, genau, mit unserer kleinen Gastronomie hier sind wir fertig. Ich muss mir dann echt mal einfallen lassen, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal beobachten, wie es denn ist, ob wir tatsächlich jetzt dann Gäste in unseren Park kriegen. Vielleicht schauen wir uns das heute, denn heute ist ja Mittwoch, vielleicht schauen wir uns das heute im Livestream auch mal zusammen an, dass wir einfach kurz nach unserem Community-Zoo nochmal hier in Swamp Lake Zoo reingehen. Wenn ihr Lust und Zeit dazu habt, dann schauen wir uns das Thema mit den Besuchern mal an und wir können vielleicht gemeinsam herausfinden, warum die Besucher nicht in diesen Bereich des Zoos gehen. Denn ich habe durchaus beobachtet, also sie gehen in den Asienbereich hinein, laufen tatsächlich auch bis zur Kranichfoliere. Ich glaube sogar bis zum Affenhaus, aber da hört es dann tatsächlich auch auf. Manche gehen dort dann noch zum Essen, aber niemand geht dann mehr weiter. Wie gesagt, vielleicht können wir uns das einfach mal beim Livestream dann später gemeinsam anschauen. Vielleicht habt ihr da irgendwie eine Idee oder eine Lösung dafür, was wir da machen können, damit wir die Besucher tatsächlich in diesem Bereich dann auch kriegen. Auch jetzt, ich dachte gerade dadurch, dass wir die Nashörner hier haben und die asiatischen Elefanten, wäre das vielleicht so ein kleiner Besuchermagnet, der die Gäste hierher lockt. Aber weit gefehlt. Also tut sich leider gar nichts. Auch mit den Raubkatzen, die ja auch recht gut ankommen, passiert nichts. Nun gut, jetzt schauen wir aber, was hier entsteht. Hier habe ich zuerst den Unterstand, so ein kleines Häuschen gebaut. Ich habe ja vorher gesagt, ich wusste nicht so recht, was ich hier unterbringe, welche Tierart und so weiter. Da war mir schon relativ klar eigentlich, dass ich in die Richtung Rothunde gehen wollte. Wie ihr schon seht am Eingang für das Haus, da hätten jetzt nicht wirklich die Przewalski-Pferde durchgepasst oder was hatten wir sonst noch offen? Gut, Katzen sowieso nicht.
Auch für die Siamangs wäre es nicht wirklich irgendwas gewesen. Und von daher war mir schon klar, dass es in diese Richtung eben gehen soll. Wie gesagt, ich mochte das Haus nicht. Ich mochte die Dachstruktur nicht. Ich mochte die Fassade des Hauses nicht. Ich war absolut mit gar nichts zufrieden. Ich dachte, es passt auch nicht wirklich so in den Stil des Parks. Es passt auch in diese Ecke nicht so wirklich. Ja, ich war rundum so ein kleines trotziges Kind, das sich gedacht hat, ach, das ist doch alles Mist und das passt doch alles nicht und das funktioniert doch alles nicht und ich habe überhaupt eigentlich überhaupt gar keine Lust. Ja, und wie gesagt, dann ist mir wieder eingefallen, gut, Sonja hatte doch mal gesagt, dass sie es so macht, wenn ihr irgendwas nicht taugt, dass sie selten jemand ist, der dann komplett alles löscht und nochmal von vorne anfängt, sondern dass sie sich dann durchbeißt und einfach weiterbaut und was Schönes draus macht. Und dann dachte ich, okay, gut, probieren wir das auch, vielleicht kriegen wir das genauso hin. Und in der Tat, es hat funktioniert. Ihr werdet das gleich sehen, wir haben das Haus jetzt gleich fertiggestellt. Genau, hier seht ihr, was draus geworden ist. Zu diesem Zeitpunkt haut es mich immer noch nicht zu 100%ig vom Hocker. Aber ihr werdet sehen, sobald das Haus bzw. das ganze Gelände dann fertig ist und der Zaun und ja, wie gesagt, das ganze Gelände, die Gehegeeinrichtung, dann fügt sich letztendlich alles zusammen und ergibt ein wunderschönes Gesamtbild. Also ab und zu lohnt es sich wirklich, sich einfach mal durchzubeißen. Ja, so, wie gesagt, wir bauen heute ein Gehege für die Rothunde. Rothunde sind eine relativ seltene Tierart in den deutschen Zoos. Mir fällt auf Anhieb jetzt, nee, zwei Zoos, glaube ich, fallen mir ein. Wo aktuell Rothunde gezeigt werden. Das eine ist der Tierpark in Berlin. Zumindest gab es das letzte Mal, als ich dort war, gab es noch Rothunde dort. Und das andere ist der Zoo in Dresden. Also in Dresden habe ich zumindest auch schon mal Rothunde gesehen. Ich gehe davon aus, dass es die dort immer noch gibt. Ja. Kurzer Sprung bloß gerade mal, was ich gerade baue. Hier wird jetzt gerade der Zaun fertiggestellt. Ich benutze komplett neues Material dafür, dass ich, was heißt komplett neu? Ich habe das so noch nie benutzt. Zum einen sind das diese Festzelt-Metallstangen. Da bin ich durch Sonja drauf gekommen. Sonja benutzt die eigentlich ganz gern, wenn sie baut. Ich habe ja sonst immer diese runden Stangen aus dem Aqua-DLC benutzt. Sonja benutzt ganz gerne eben diese hier aus dem Europa-DLC. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal benutzt, finde ich auch wirklich richtig, richtig praktisch und richtig schön. Und für diese dünnen Streben in der Mitte habe ich Kabel benutzt, weil wir haben keine so richtig schönen dünnen Stangen. Und wenn ihr so einen Zaun selbst basteln wollt, mit diesen Metallstreben dazwischen, dann gebt doch bei der Suche bei den Baumaterialien einfach mal Kabel ein. Das Schöne ist, das könnt ihr auch einfärben, also ist auch relativ flexibel dann in der Nutzung. Und ja, es sieht schön aus. Wie gesagt, auch der Zaun hat mir am Anfang nicht gefallen, weil als ich die ersten Zaunelemente hier gesetzt habe, gerade dadurch, dass die so hoch sind, dachte ich, um Gottes Willen, das sieht alles total nach Jurassic Park aus. Wir bringen hier ja keinen T-Rex unter. Letztendlich ja, hat sich aber alles dann wirklich sehr schön und sehr gut zusammengefügt und ich war recht zufrieden damit. Hier habe ich dann so eine kleine Einbuchtung wieder gebaut für unsere Besucher, weil ich da wollte, dass wir auch wieder so einen Trockengraben haben. Und einen niedrigeren Zaun, damit unsere Besucher ein bisschen barrierefreier die Tiere ansehen können. Hier habe ich dann wieder so ein bisschen Schmuh gemacht, um an der Seite die Enden des Zaunes zu verkleiden, habe ich dann einfach diese Fake-Baumstämme, also diese Felsbaumstämme dann reingesetzt, die ich zwischenzeitlich auch wirklich sehr, sehr gerne benutze. Ich glaube, hier in Swamp Lake Zoo habe ich es noch nicht so wirklich gemacht.
Ja, in Waveland Park und inzwischen in Arizona benutze ich die auch relativ inflationär. Ja, hier dann eben, wie gesagt, so ein kleiner Trockengraben noch für unsere Tiere, sodass die Besucher relativ nah ran können, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Tiere rausspringen oder über den Zaun springen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Zaun relativ hoch, also unseren Jurassic Park Zaun relativ hoch gemacht habe. Ja, weil Rothunde und Wildhunde generell ja recht gute Springer sind. Klettern können sie nicht, also das ist nicht die Gefahr wie bei den Großkatzen, dass sie irgendwo rausklettern können. Da sind Hunde eher ungeschickt, was das angeht, beziehungsweise auch nicht dazu ausgestattet. Aber dafür können sie richtig gut springen auch und deswegen eben der hohe Zaun. Dann haben wir hinten die obligatorische Felswand wieder gebaut, da ich nicht mit einer Mauer hinten abschließen wollte, was ich immer so ein bisschen trostlos finde ansonsten. Deshalb, wie gesagt, diese Felswand hier. Und dann natürlich auch wieder der Trick, was ihr später noch sehen werdet, die Bäume wieder hinter die Felswand setzen, also zumindest ein Großteil der Bäume. Damit das Ganze bewaldet wirkt, obwohl es nicht wirklich bewaldet ist. Und ihr euch dementsprechend auch viel Bepflanzung in den Gehegen sparen könnt. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen oder die ein oder andere. Ich habe in der letzten Zeit so ein paar Umfragen bei YouTube gemacht. Ganz toll, ich bin tatsächlich jetzt inzwischen dazu in der Lage, Umfragen auf YouTube zu machen. Ich glaube, das ging vor einer Weile noch nicht. Ich glaube, das hängt auch mit der Anzahl der Abonnenten zusammen. Ab einer gewissen Anzahl, glaube ich, kann man das erst machen. Oder ich habe es vorher schlicht und ergreifend einfach nicht gesehen. Naja, wie ich ja schon gesagt habe, das einjährige Jubiläum rückt näher und ich möchte dazu so ein bisschen was ändern auf meinem Kanal, was den Content angeht und auch was das Sprachliche angeht. Das heißt, wie viel Content ich auf Deutsch mache und wie viel Content ich auf Englisch mache. Deshalb habe ich mal so eine kleine Umfrage gestartet, eben was generell denn auf meinem Kanal gewünscht wird. Gerade im Hinblick auf Planet Zoo, ob jetzt mehr Sandbox, Franchise, ob generell unterschiedliche Spiele gesehen werden wollen. Das war jetzt blödes Deutsch. Ob ihr unterschiedliche Spiele sehen möchtet, ob ihr mehr Bake and Play on Tour sehen möchtet, wobei ich jetzt einfach mal ganz frech bin. Bake and Play on Tour werdet ihr auf jeden Fall sehen, beziehungsweise den Content werdet ihr auf jeden Fall machen, auch wenn jetzt noch nicht so viele dafür gestimmt haben. Gut, es gibt ja auch erst eine Folge davon, aber da wird es auf jeden Fall noch einiges davon geben in nächster Zeit, einfach weil es mir viel zu viel Spaß macht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall kam dabei raus, dass ihr sehr gerne eine Franchise-Serie sehen möchtet. Der Wunsch ist mir Befehl, das wird natürlich passieren, sobald ich einen meiner Zoos abgeschlossen habe, was vermutlich zuerst Arizona sein wird. Dann habe ich gefragt als nächstes, welcher Zoo euer Lieblingszoo ist auf dem Kanal. Einfach um zu gucken, ob sich so die Zugriffszahlen widerspiegeln in eurer Meinung. Und ja, mit überwältigender Mehrheit habt ihr da für Swamp Lake zugestimmt. Und das nächste war Arizona und dann zuletzt Waveland Park, der noch relativ neu auch ist. Und die letzte Fragestellung war, welche Sprache ihr für meinen Content bevorzugt. Damit wollte ich einfach mal gucken, ja, aus welchem Bereich meine Zuschauer kommen. Ob ich überwiegend das deutsche Publikum erreiche, ob ich überwiegend das internationale Publikum erreiche,
Und einfach um daran so ein bisschen abzuschätzen, was mache ich mehr? Mache ich mehr deutschen Content? Mache ich mehr internationalen Content? Das Schwierige dabei ist tatsächlich, am Anfang sah es so aus, als wäre der überwiegende Teil von euch tatsächlich aus meiner deutschen Abonnentschaft. Kann man das nennen? Ist das ein richtiges Wort? Inzwischen hat sich das aber relativ ausgeglichen, sodass wir fast 50-50 haben, international und deutsch. Ja, deshalb wird es für mich ein bisschen schwierig, mich auf eine Sprache zu beschränken. Gut, das wollte ich ohnehin nicht. Ich hätte sowieso international und deutsch gemacht, aber hätte halt eins ein bisschen mehr fokussiert. Dadurch, dass es relativ ausgeglichen ist, wird das schwierig und wahrscheinlich werde ich es so machen oder versuchen zumindest, es einigermaßen 50-50 zu halten, vielleicht ein bisschen mehr deutschen Content zu machen. Also keine zwei englischen Sandbox-Serien und nur eine deutsche Sandbox-Serie, sondern das, was ein bisschen ausgewogener haben und eher in die Tendenz mehr Deutsch dann gehen. Genau, so viel dazu. Also wie gesagt, die größte Änderung ist eigentlich, sobald eine Sandbox-Serie zu Ende ist, werden wir definitiv in ein Franchise gehen. Und ja, ich denke auch, wir werden das Franchise dann auf Deutsch machen. Ich denke, wir werden es auf Deutsch machen. Genau. Ja, und dazu werden wir nach Australien gehen, weil ja, das ist ein Thema, das mir liegt, wo ich wahnsinnig Bock drauf habe. Und deswegen werden wir einen australischen Franchise zu basteln. So, in der Zwischenzeit, während ich hier geschwafelt habe und euch jede Menge uninteressante Sachen erzählt habe vielleicht, ist unser Gehege für die Rothunde fertig. Und nun seht ihr auch, was ich gemeint habe. Einfach dranbleiben und weiterbauen. Denn wie ich finde, sieht das Ganze jetzt wirklich richtig, richtig, richtig schön aus. Also wie gesagt, aktuell ist es tatsächlich eins meiner Lieblingsgehege. Jetzt, ich will nicht sagen mein Lieblingsgehege. Dazu müsste ich mir alle anderen nochmal anschauen. Aber es ist definitiv eins meiner Lieblingsgehege, weil es wirklich richtig schön geworden ist. Und ja. Wie gesagt, hin und wieder lohnt es sich durchzuhalten. Augen zu und durch und nicht gleich aufgeben, nicht gleich alles wegschmeißen. Wie es bei unseren Großeltern schon war, wenn was kaputt ist, dann wird es nicht weggeschmissen, sondern es wird repariert. Das habe ich in diesem Fall gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz drauf. Es sieht super schön aus, meiner Meinung nach. Lasst mich in den Kommentaren einfach wissen, was ihr davon haltet, ob es euch auch gefällt. So. Aber unser Gehege ist jetzt fertig. Es wird Zeit, dass wir uns das Ganze hier nochmal in Ruhe und schön gemütlich anschauen und dass wir natürlich auch unsere Tiere schön beobachten. An dieser Stelle möchte ich mich wieder bei euch bedanken. Danke fürs Einschalten. Danke für jeden einzelnen Like von euch, den ich bekomme. Danke für jedes einzelne Abo. Zu diesem Zeitpunkt haben wir wahrscheinlich die 600 Abonnenten schon erreicht. Jetzt, wo ich gerade das Voice-Over mache, sind wir bei 596. Ich denke, die 600 haben wir inzwischen geknackt. Deshalb sage ich an dieser Stelle auch schon mal vielen Dank dafür. Der nächste Schritt sind die 700 und der nächste große Schritt sind die 1000 Abonnenten. Das kriegen wir doch hin, denke ich. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, lasst einen Like da, lasst ein Abo da, kommentiert, erzählt mir, worauf ihr Lust habt in Zukunft auf meinem Kanal, wie euch das Ganze hier gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge Swamp Lake. Eventuell am Samstag mit einer neuen Folge Waveland. Und natürlich jeden Montag immer mit Arizona. Und zwischendrin auch mal das ein oder andere Klassenzimmer. Also, bis dahin, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Ciao!